Hallo, mein Name ist Martin Schröer von die 20 Sounds und heute geht es um ein neues Gerät, was ich mir gekauft habe. Und weil ich davon so begeistert bin, möchte ich euch davon berichten. Und zwar haben wir die Softube-Konsole Mark III Channel. Habe ich die Reihenfolge richtig? Softube-Konsole One Channel Mark III. Wie kam es dazu, dass ich mir dieses Gerät geholt habe? Naja, ich war seit einiger Zeit nicht zufrieden mit meinen Mixen, habe ein bisschen mit mir gehadert, mit meinen Fähigkeiten gehadert natürlich auch, aber auch einfach, wenn ich die Sachen später gehört habe, war ich echt nicht so zufrieden und wollte mir schon länger mal irgendwas holen, hatte dann von Behringer das Touch Compact X oder sowas, also eine ganz einfache Geschichte. Damit da habe ich zweimal gearbeitet, habe das wieder zurückgegeben. Also ich war damit sehr unzufrieden und als ich dann den Test gesehen habe von der Konsole auf YouTube, habe ich gedacht, das probiere ich mal und man kann ja Sachen zurückgeben und ich habe es mir bestellt. Und ja, so ist es dazu gekommen. Kurzer Disclaimer an der Stelle, das ist jetzt kein Test, das ist ein Erfahrungsbericht und es ist eine sehr persönliche Meinung und ich bin nicht gesponsert worden von Softube oder von sonst irgendjemand, um meine Meinung hier kundzutun, sondern ich mache das freiwillig. Was hat sich geändert? Zuerst mal das ganz Offensichtliche, ich schaue weniger auf den Monitor, auch weniger auf die Konsole, ich höre einfach viel mehr zu, viel genauer zu. Ich schaue nicht nach Equalizer-Einstellungen. Ich benutze viel weniger Presets als vorher. Vorher habe ich das oft so gemacht, wenn es schnell gehen sollte, eben mal ein Preset rein. Vielleicht nochmal ein anderes genommen, wenn ich nicht ganz zufrieden war. Und das war es dann. Aber das kann halt gut passen, aber es kann halt auch überhaupt nicht passen. Und das mache ich jetzt momentan gar nicht mehr. Ich konzentriere mich auf die Möglichkeiten, die ich mit der Softube habe und benutze die Plugins, die da drin sind und habe vorher viel benutzt von UAD, von FabFilter und von Waves. Und das mache ich gerade nicht, weil ich die Sachen auch kennenlernen möchte, konzentriere ich mich gerade darauf, alles, was möglich ist, mit der Konsole zu machen. Wenn es um einen ganz einfachen Sound geht, nehme ich einfach nur mal einen Channel EQ von Logic. Aber eigentlich ist alles drin und man kann alles super nutzen. Wie ist so ein Channel Strip aufgebaut? Eine kurze Zusammenfassung für euch. Wir haben erst so eine Art Genstufe, wo auch Hochpass- und Tiefpassfilter drin sind. Als nächstes, da ist auch der Shaper drin, womit man nicht nur Signal von rechts nach links balancieren kann, sondern auch vorne und hinten. Finde ich sehr gut. Als nächstes kommt eine Equalizer-Section. Da gibt es einen Vintage-Equalizer von Haus aus und einen Modern-Equalizer. Der moderne ist etwas feiner, wenn man mal eine spezielle Frequenz ausblenden möchte oder rausfaden möchte, ganz schmalbeinig. Der Vintage-Equalizer ist etwas großzügiger in den Bändern und reagiert auch etwas anders. Arbeite ich mit beiden sehr gerne. Als nächstes hat man die Möglichkeit zwischen drei Kompressoren. Es gibt einen Basskompressor, es ist ein FET-Kompressor und einen optischen. Ich benutze momentan viel FET- und Buskompressor. Einfach weil sie drin sind und weil ich damit jetzt am schnellsten arbeite, wenn ich das einfach so lasse, wie es ist, müsste ich nicht. Ich könnte auch meine alten Plugins einladen oder einen Großteil davon. Soweit ich weiß, gehen die FabFilter und die UAD-Plugins alle jetzt schon. Ob die Waves noch kompatibel gemacht werden, weiß ich nicht. Und als letztes schließe ich es ab mit einer Drive-Section, in der ich Sättigung einstellen kann. Ich kann hier auch nochmal die Balance regeln. Und ja, das war es im Großen und Ganzen. Ich kann außerdem die Kanallautstärke beeinflussen. Ich kann 3 bzw. 6 Cents zum Beispiel mit Reverb belegen oder Delays und kann regeln, wie viel ich hier einfließen lassen möchte. Das klappt alles sehr gut und ist sehr einfach und übersichtlich. Ja, was für mich jetzt wichtig war oder was für mich immer wichtig ist, wenn ich ein neues Gerät benutze, ist, wie wirkt sich das auf mich aus? Welche Vorteile habe ich davon langfristig? Und deswegen habe ich diesen Test gemacht oder diese Meinung. Es hat sich bei mir massiv ausgewirkt. Das Offensichtliche ist erstmal,
Ich arbeite mehr mit den Ohren als mit den Augen, was sich sofort auf mein Gehör ausgewirkt hat. Schon, ich habe das Gerät zum Zeitpunkt des Drehs jetzt ungefähr 8 Wochen und habe schon gemerkt, dass meine Ohren sich deutlich verbessert haben. Also die Art, wie ich mische, ist deutlich besser geworden und auch die Ergebnisse sind jetzt besser geworden und ich habe neulich auch mal was auf dem Handy gehört oder sowas. Das passt alles, es ist ausgewogen. Und das hat sich einfach durch die Nutzung der Konsole so ergeben, weil ich einfach mehr mit den Ohren arbeite. Ich habe mehr Selbstvertrauen dadurch bekommen in meinen Mixes. Ich bin sicher, dass das, was ich mache, richtig ist. Und es funktioniert auch als Feedback-System für mich, denn wenn ich merke, irgendwie, ich schaue wieder mehr auf Frequenzen, statt zu hören, dann weiß ich, meine Ohren sind müde und dann mache ich eine Pause. Oder ich wechsle auch mehr zwischen meinen Studiomonitoren, diesen KS Digitals, die ich hier hinten habe, und meinem Kopfhörer. Das ist ein DT1990 Pro. Tolles Gerät. Auch das heißt, ich habe mehr Abwechslung, gucke mehr, wie sich der Wechsel auswirkt. Also es hat viel mehr, meine Arbeit hat viel mehr mit den Ohren zu tun. Dadurch, dass ich mehr mit den Ohren arbeite, habe ich ja auch gehört, dass mein Raumsound immer noch nicht gut genug ist, um alles zu hören und habe nochmal die Aufstellung meiner Monitore angepasst. Habe diese Messung oder diese Anpassung auch mit dem Ohr gemacht. Also habe verschiedene Plätze ausprobiert, wo ich meine Abhörer hinstelle und die Entfernung zur Wand nochmal reguliert. Habe das alles mit meinem Gehör gemacht und habe jetzt hier, wo ich sitze, ich sitze halt nur andersrum, eine sehr gute Stelle, von der aus ich sehr gut hören kann. Und habe mir noch 2 Bassfallen zusätzlich besorgt und meine Deckenabhängung nochmal verändert. Und der Sound ist deutlich besser geworden. Ich merke auch, dass ich deutlich konzentrierter arbeiten kann, weil der Blick auf den Monitor natürlich dazu führt, dass die Augen schneller ermüden. Und ich bin mehr in der Sache drin. Also ich tauche tiefer in meine Mixe ein und mein Gehör funktioniert analytischer, als das bisher der Fall war. Und gerade auch dieses konzentrierte Arbeiten spart mir viel Zeit. Der letzte Punkt der Auswirkung ist, was ich früher wenig gemacht habe, inzwischen deutlich mehr mache. Ich fahre mehr die Lautstärken meiner Mischung. Das heißt, passe die Gitarre mal nochmal an, mach die nochmal leiser, benutze im Prinzip den Fader öfter. Und deswegen überlege ich tatsächlich auch, ob ich mir die Faderbox noch holen soll, die es dazu gibt. Ist preislich auch ganz schön weit oben. Das ist noch eine Sache, worüber ich nachdenke. Weiß ich noch nicht, ob ich das tue. Aber ich merke auf jeden Fall, auch mit dem Drehregler kann ich schon mal Sachen automatisieren, die ich vielleicht vorher nicht automatisiert habe. Sonst mache ich das halt direkt im Logic mit Maus und Tastatur wie vorher. Aber ich benutze diese Möglichkeit öfter als vorher. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man sich mehr mit dem Mischen an sich auseinandersetzt. Das ist so der Hauptvorteil. Bin wesentlich tiefer in das Mischen an sich als musikalischen Prozess eingetaucht. Ich betrachte mich ja hauptsächlich als Komponist und Musiker und jetzt sehe ich mich auch mehr als Tontechniker, Mischer. Kein Gerät ist für jeden was. Für mich passt die Konsole super. Für wen bringt sie denn noch was? Also wenn ihr ähnlich wie ich seid, dass ihr euch in euren Mixen bisher vielleicht mal auf ein Preset verlassen habt, dass ihr einfach mal irgendeinen Kompressor benutzt habt. Also wenn ihr so seid wie ich, dass ihr euch wenig von eurem Selbstverständnis als Mischer, als Tontechniker betrachtet habt und mehr als Komponist, Singer-Songwriter oder sonst irgendwas, als Musiker. Und das ändern wollt, dann habt ihr damit ein gutes Instrument gefunden. Es hilft euch auf jeden Fall intuitiver und immersiver zu arbeiten. Wenn ihr Zeit sparen wollt beim Mischen, finde ich, ist die Konsole auch ein super Gerät, weil die Einbindung bei mir in Logic wirklich super funktioniert. Ich musste
eigentlich fast nichts einrichten. Es war eine Kleinigkeit, da wurde man auch durchgeführt mit einem Video. Das hat sofort geklappt, im Gegensatz zu den Geräten, mit denen ich vorher gearbeitet habe. Ganz hervorragend. Ja, und wenn ihr jemand seid, der noch nicht so sicher ist im Mischen und gerne Presets benutzt, kann ich es auch wärmstens empfehlen. Ihr werdet davon wegkommen, denke ich, zumindest wenn ihr ähnlich gestrickt seid wie ich. Kommen wir zum Ende. Ein kurzer Disclaimer noch. Ich präsentiere meine Meinung hier unbeeinflusst. Ich habe von niemandem den Auftrag oder das Geld oder das Gerät bekommen, dass ich das vorstelle, sondern das war mir ein tiefes inneres Bedürfnis, das zu tun. Und weil es meine Arbeitsweise sehr beeinflusst hat. Und so wird es auf diesem Kanal weiterhin sein. Ich sehe mich hauptsächlich als Musiker und Komponist. Und wenn ich aber irgendwas habe, was ich gerne vorstellen möchte, weil es mich begeistert, weil es mir Spaß macht, wie zum Beispiel meine beiden Monitore hier hinten, die ich hier habe, die KS Digital A200 Mark II oder die Softube-Konsole, dann möchte ich darüber berichten und hoffe, es bringt euch was. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Abo. Wie gesagt, es kommt immer mal wieder was in die Richtung. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mal in meine Musik reinhört und mir auch gerne Feedback dazu gebt. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.